Ja, also, hallo. Unser Projekt heißt Schulstimme. Ich erzähle einfach schon mal ein bisschen was zum Projekt. Unser Projekt, das ist eine Website. Und auf dieser Website können Schulen, also beziehungsweise Schüler an den Schulen, über interne Themen abstimmen, wie ob ein neuer Pausenraum eingerichtet wird. Da können die Schüler entscheiden. Und wir finden halt, in der Schule braucht man einfach mehr Demokratie und deswegen haben wir dieses Projekt gemacht. Und was auch ein Vorteil ist, ist, dass die Schulen dann auch, also bzw. die Schulleiter, ein Bild einfach von der Meinung an der Schule bekommen können. Genau. Ja, wir hatten mit einigen Problemen zu kämpfen, vor allen Dingen, weil die Zusammenarbeit sehr eng war, dass wir teilweise warten mussten, bis ein anderer Teil fertig ist, bevor wir selber anfangen konnten. Und das war ein bisschen schwierig. Ja, ich darf ein bisschen was über die Technik erzählen. Und zwar haben wir uns überlegt, wenn wir schon so ein System programmieren, dann wollen wir, dass das natürlich auch an Schulen benutzt wird. Dafür haben wir zwei Modelle. Einmal Software as a Service, das heißt, wir hosten die Software, die wir geschrieben haben, bei uns auf einem Server. Und alle Schulen, die das gerne benutzen möchten, können sich bei uns registrieren und bekommen dann einen Zugang, können das für ihre eigene Schülerinnenschaft verwenden und da Abstimmungen durchführen. Außerdem ist das Ganze unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Das heißt, jeder, der das gerne auf dem eigenen Server benutzen möchte oder weiterentwickeln möchte, kann das natürlich gerne tun. An Techniken kommt PHP und MySQL zum Einsatz. Ist relativ unspektakulär, wenn ich jetzt hier Source-Code zeigen würde. Deswegen lassen wir das raus. Und wir haben uns dafür entschieden, wir machen Privacy by Design. Nicht nur, weil es in der EU-Datenschutzgrundverordnung steht, sondern auch, weil wir das gut finden. Wir verzichten auf alle Daten, die wir nicht unbedingt benötigen. Das heißt, jeder kann sich mit einem Zugangscode dann seinen Account für die eigene Schule erstellen. Und das heißt, wir wissen den Passwort-Hash, wir wissen den Benutzernamen und wir wissen, an welche Schule die Person geht. Mehr interessiert uns eigentlich gar nicht. Und deswegen brauchen wir auch nicht mehr Daten. Wir speichern natürlich auch nicht, welcher Nutzer wie abgestimmt hat und auch nicht sein Abstimmungsverhalten. Ja, genau. Zum Layout. Wir haben uns überlegt, damit wir möglichst viele SchülerInnen und Schüler erreichen, muss das Ganze mobil sein. Und naja, jetzt an einem Wochenende Apps für mehrere Betriebssysteme zu entwickeln, ist schwierig und Cross-Plattform ist noch schwieriger. Deswegen haben wir uns für eine Web-App entschieden, die auf allen Geräten gut aussieht. Also gut ist natürlich immer subjektiv, aber wir finden, es sieht gut aus und natürlich auf allen Geräten funktioniert, vorrangig aber auf Smartphones. Und dann kommen wir auch schon zur Live-Demo. Wir haben für euch einmal ein Quiz zusammengestellt oder eher gesagt eine Abstimmung. Hier unten seht ihr sie, brauchen wir mehr Smarties, weil wir haben oben so Smarties bekommen, die bedruckt sind von Jugend hackt. Man drückt unten auf Teilnehmen, also man sieht, und dann haben wir hier diese Abstimmsystem. Wir tun jetzt mal drücken, oh ja, definitiv würden wir mal machen. Dann haben wir teilgenommen. Es wurde extra dadurch so gemacht, dass wir nur einmal teilnehmen können. Unter Umfragen. Also es ist zurzeit so, das ist die Ansicht der SV-Mitglieder, also der Schülervertretung, also Schülersprecher und so weiter. Die können diese beenden, aber es beendet, kann sich auch beenden nach 83 Teilnehmer oder so, wie man es einstellt oder nach Zeiten. Wir haben jetzt mal beides beendet. Unter Ergebnisse ansehen sieht man jetzt hier, wir haben oh ja definitiv ausgewählt. Dadurch sehen wir, weil wir haben ja nur alleine gemacht, also 100%, wir brauchen mehr. Ja, was haben wir noch zu sagen? Eigentlich. Wir haben uns noch überlegt, wir wollen das Projekt definitiv weiter verfolgen und haben uns dafür auch überlegt, was wir in Zukunft machen wollen. Zum Beispiel ist es ja cool, wenn man als SchülerInnenvertretung nicht ganz so viel Arbeitsaufwand hat. Das heißt, sie erstellen die Umfrage, sie bekommen vielleicht sogar Ideen von Schülerinnen und Schülern eingereicht. Dafür gibt es schon eine Funktion und dann kann man das Ergebnis als PDF exportieren und direkt an die Schulleitung weiterschicken. Oder man kriegt ein tolles Kuchendiagramm anstelle von den Balken. Also wir wollen definitiv mit dem Projekt weitermachen. Wir wollen es immer weiter verbessern und natürlich dann auch an die Schulen weitergeben. Super. Und ja, wir hatten alle mega viel Spaß an diesem Wochenende und wollen uns auch nochmal ganz besonders bei unserer Mentorin Julia bedanken. Die hat uns total unterstützt und ich glaube, wir wären nicht so weit gekommen ohne sie.